Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Ich musste erstmal ganz kurz überlegen, wie der Name ist. Ja, für den PC. Und ich meine, die Fox Engine, tut mir leid, aber Kojima, du bist mein Mann. Das ist eine Grafik. Sorry, aber nichts gegen dieser Crisis, wie heißt die, CryEngine, aber das ist ja auch schon, also mein lieber Scholli. So, ich bleib mal ganz kurz hier oben, denn ich muss jetzt erstmal ganz kurz die Basis bekundschaften und ich habe wirklich gesagt, nur die Zwischensequenz, wo ich es getestet habe, gar nicht angeschaut und nur, ich bin hier ein bisschen vor, bis zum ersten, zweiten Turm hier vorne, so da ungefähr hin. What do you see? Press the call button to get more intel. Ja, also wie gesagt, ich war davor und weiter bin ich nicht gelaufen. Also ich weiß nicht, was jetzt mich erwartet oder ich habe keine Ahnung. You could either break through the fence or go around. What do you think? Ja, weiß ich nicht. So, ich weiß, dass man die markieren kann. Dann werden die angezeigt. Und deswegen muss ich jetzt erstmal die ganze Basis ja erkunden. Wow. Ja, eine Gatling. Nicht gerade sehr geil. Hm? Wer hat denn hier gehustet? Ja, okay. So, sehen wir jetzt noch irgendwo eine Wache? Seht ihr jemanden? Feind hat das Gebiet verlassen. Welcher Feind? Das sind schon wieder zu viele Informationen, die ich hier gerade reinbekomme. Kann ich alle gar nicht so verarbeiten gerade. Gut, ich würde sagen, ich laufe hier vor. Ich weiß schon, wie man Waffen wechselt. Also so, ja, man kann die Lampe ein aus. Oder halt Schalldämpfer. Ja, sieht man alles schön. Aber ich bleibe hier mal mit Schalli. Nachtsichtgerät. Ja. Okay. Sieht geil aus. Ist ein bisschen anders, die Steuerung. Aber stört mich jetzt gerade gar nicht. Betäubung. Ja, ja. Bleib lieber bei dem. Das ist eine Grafik. Also, boah, ich... Heftig. Keep low. You can check the controls on the pause screen. Genau das habe ich vermisst. Ich dachte schon, na, werden die das mit drin haben? Aber ja. Scheiße. Wow. Scheinwerfer. Aber er hat gerade auf Englisch gesagt, check the pause screen. Also Pause-Menü. Genau das habe ich vermisst. Sehr schön. Ist mit drin. Also kann nur geil werden. Walkman. Keine Kassetten. Aha. Wieso? Kann ich Musik hören oder wie? Soons Tips Briefing. Bäh. Wieso Bericht? Ich hab das alles gar nicht. Mother Base Music Selection. Ah, das ist von der Mutterbasis, okay. Wieso kann ich mir das Pass? As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. Zadornov was paying my room, board, and tuition, but he has since been captured. I told the man that with no more money from the KGB, I could no longer afford school. He bought my story, and when I said I would be willing to work, he took pity on me and let me stay. For some reason, Miller really pled my case. That was helpful, but the man is still a fool. His men are no better. They think their training makes them strong, but that kind of strength is nothing in the face of true power. And better yet, they wait on me hand and foot, believing I am just a schoolgirl. Looks like I won't be working too hard after all. Just today, while scouting out the living quarters, I saw a group of them in the corner of the deck making a fuss. Going over for a look, I saw they were feeding a kitten.
a bunch of grown hard men, and they're the ones acting like schoolgirls. Look, isn't he cute? What is wrong with them? Disgusted, I just nodded and smiled. I must stay in character after all. I indulged their chit-chat for a few moments. Then one of them asked me to give the thing a name. They had just taken it from its mother. I named it Nuke. I improvised some nonsense about how our compassion for living things can help prevent wars. The men gave me a little fish. I held it out in my palm, and the kitten happily ate it up. What a pathetic, feeble creature. It sickens me. Das sind Tagebucheinträge. Tagebuch, Walkman, naja, egal. Jedenfalls, ich lasse mich gerade spoilern. Weil ich sehe gerade, ich will mit der Maus drauf zeigen, ja, das ist auch so Schwachsinn. Obwohl, kann ich eigentlich machen, aber egal. Und zwar steht das ja Aufnahmen aus Peace Walker. Und das ist ja der Teil für ein PSP, den ich erst noch spielen muss. Da darf ich es ja noch gar nicht reinhören. Theoretisch schon, aber... Aha. Also das hat wirklich, ich sag jetzt mal, viel mit Peace Walker zu tun, also auch mit Snake Eater. Ja, ich merke schon, in welche Richtung das ja geht. Gut, das höre ich mir, da mache ich extra Video, die ganzen Tagebucheinträge. Oder ich höre das vielleicht mal noch im Peace Walker. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also. So, ich habe ein Problem. Da vorne ist ein Suchscheinwerfer. Ja, bloß nicht runterfallen. Snake. Schnell vor. Press the action button. Press the action button. So will ich das hören. Also der Humor ist also trotzdem noch das gleiche. Schön, gefällt mir. Nicht, dass das so wie bei anderen Spielen, dass er dran steht, ja, oder der Kommandant sagt, ja, mach die Tür auf. Und dann steht dann dran, wuff, drück X oder sowas. Nein, schön, der Kommandant oder... Der Vorgesetzte muss das halt sagen. Das ist typisches Metal Gear Feeling. Gefällt mir. So, ich schalte dich mal aus. Du hast ja hoffentlich mal nichts. Huch. Ach, man kann das auch so. Ah, verstehe. Wieso habe ich denn hier zwei Fadenkreuze? Heißt das, ich kann durch den Kaktus schießen und würde dann den da hinten treffen? Kann ich durch Objekte schießen? Na, jedenfalls. Gute Nacht. Na gut. Das pisst aber auch, ey. Ich werde ja lange Spaß. Ah, Hilfe. Was ist das da? Also noch eine. Hoppala. Oh. Okay. Wie gesagt, ich bin hier lang, ganz normal. Bis hier vorne zu dem Dach speichert. Ah. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Ja, ja, mache ich gleich. Wie gesagt, ich war hier oben dann auf dem Dach und habe dann ausgemacht. Mehr weiter weiß ich nicht. Ich weiß jetzt schon gar nicht wohin. Okay. Ist hier oben einer drauf? Nein. Ach, da ist eine Wache. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Okay. It's a guard. Don't let him see you. Avoid combat whenever possible. Ja, es ist gar nicht so einfach. Aber gut, wir haben einen Walkman. Kennt vielleicht gar keiner mehr. Walkman, ne? Walkman ist so mit so Kassette rein und alles. Wir haben aber, ups, Entschuldigung, die neueste Technik, indem uns das hier alles anzeigt. Ich mag den Humor. So. Ja, ich habe ja gehört, dass Metal Gear Solid 5 generell ziemlich Open World sein soll, was mir sehr, sehr gefällt. Deswegen habe ich kein Problem damit. Ach, ich bin hier. Okay, das zeigt also an.
Aha. Okay. Ah. Gut, das habe ich ein bisschen besseren Einblick. Okay, ich muss also immer... Also die Zelte da, okay. Also da drüben. Okay. Ich schleiche mich mal hier rüber. So, und weiter weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wo lang es jetzt geht oder was ich jetzt genau machen muss. Ist also irgendwo hier. Ey, ohne Witz, aber die Grafik, ey. Ich muss es nochmal sagen. Ich meine, schaut euch das mal an. Also jedes Zelt wirklich in Bewegung. So muss es eigentlich auch sein. Und nicht wie bei anderen Spielen, die halt wirklich auch schon eine sehr gute Grafik haben, die einfach nur hingesetzt und Feierabend. Das macht schon... Oh. Das macht schon was her. Okay. Das also auftaucht. Ah, da ist jemand im Blickfeld, beziehungsweise... Es ist nicht permanent Musik, sondern... Wir bekommen also nur... Ich dachte, es wäre was jetzt. Wir bekommen also nur Musik, wenn uns jemand sieht. Das erinnert mich an die ganz alten Spiele von Tom Clancy's Ghost Recon. Die ganz alten, also die Anfänge. Da erinnert mich das. Die hatten so geile Musik. Boah. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr alt. Aber gefällt mir. Kann ich denn jetzt irgendwie... Ist gar keine schlechte Idee, ne? Okay. Wo soll ich denn jetzt... Boah, wo soll ich denn jetzt hinschaffen? Munition erhalten, Hüfte. Okay. Wo schmeiß ich denn jetzt... Was ich denn hin jetzt? Ha, Hilfe! Ich würde sagen, schmeiß den mal hier hin. Ah, okay, so. Was zum... Okay. Das hat also... Geil! Ja, ja, werde ich meinen Spaß haben damit. Was machst du da? Na, 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 na. gefällt mir. Okay, ich soll dir vielleicht schleichen. Entschuldigung. Ich bin das gewohnt von den anderen Metal Gear einfach. Ich weiß ja, wo alles steht. Nee, ich bin ja komplett blind hier. LT und RT. Okay. Frage ist nur... Da! Ich finde es gut, dass das alles anzeigt. Das ist eine neue Waffe, also. Oh, fuck. Hey, you okay? Haha, wie gut! Oh mein Gott, die haben wirklich alles an alles gedacht. Sogar da ist... Wupp! Und Zeitlupe! Oh, Scheiße. Oh nein, ihr schickt keinen. Tja, da ist das Ding aus, ne? Schade aber auch.
fuck! Drüben. Okay. Ist gar nicht so einfach jetzt. Weil ich habe auch gehört, dass die Kugeln jetzt auch einen Bullet Drop haben. Also sprich, ich kann nicht mehr einfach irgendwo hinschießen. Sondern die haben halt wirklich... Sehr schön. Sprich, wenn ich jetzt weite Distanzen schieße, geht die Kugel nach unten. Das ist wirklich das, was auch sehr geil ist. Was haben die eigentlich für eine Waffe? Okay. Was heißt Damage? Also, ich weiß schon, was Damage heißt, ist ja klar, aber... Typ 69, das ist doch im... So, ja. Scheiße. Oh, die ganzen alten Sounds, die man halt so kennt. Boah, ist das gut. Ich muss halt wirklich nur aufpassen. Ich muss vorsichtiger vorgehen. Ohne Witz. So. Rein damit. Der Schalldämpfer nützt sich ab, oder wie ist das? Ups, Entschuldigung. Wusste ich nicht. Ich drücke einfach mal random irgendwelche Tasten. Wo muss ich denn hin eigentlich? Scheiße, ich bin falsch. Ich muss da hin. Entschuldigung. Okay. Speichert. Okay. Okay, wir sind also jetzt da. Ah, das ist das, wo der Junge war, ne? Was ich auch nicht verstanden habe. Metal Gear Chefs immer wieder. Man schaut sich die erste Zwischensequenz an, man weiß die ganzen Vorgeschichten und alles. Und denkt sich bei der Zwischensequenz, hä? Ich meine, wir sind ja von Fox. Foxhound, ne? So. Wer ist Skullhead? Ich hatte erst eine andere Idee, wer es sein könnte, aber na gut, okay. Aber warum hatte da jetzt auch das Fox? Wer ist das und warum Kommandant von Fox? Dieser Skullhead. Das verstehe ich halt nicht. Warum, wieso? Da bin ich schon sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Weil hier läuft doch irgendwas falsch. Oh. Okay. Klingt aber irgendwie ekelhaft. Aber das mit der Zeitlupe finde ich geil. Dass man halt ein bisschen schneller reagieren kann. So, Munition. Boah, die Grafik, ey. Ohne Witz. Sorry, aber. Okay. Ist das der? There's someone in there. What do you plan on doing? Ist frei. You can pull him out too if you want, but just don't forget the targets. Wie rausholen? Wohin denn? Dahin oder was? Landezone. Ohne Witz jetzt oder was? Wo ist die Landezone? Die ist da drüben. Ich muss jetzt... Ich bin derjenige, der dich hier rausholt. Nein. Ja.
Boah, und emotional, Alter. Ich weiß nicht warum, aber... Ich hab ein bisschen Tränen in den Augen gerade. Ist das hier? Was ist hier hin? Ich hoffe es einfach mal. Entschuldigung. Na warte, komm. Gehen wir gar nicht. Ich setz dich mal hier hin. Oder schmeiß dich da hin. Ich rette alle. Tut mir leid, aber ich rette alle. Das dauert jetzt. Ist mir egal, wie lang... Ich zieh das Let's Play so lange in die Länge. Das glaubt ihr gar nicht. Weil es ist... Ja, du sagst es einfach. Wie gesagt, das ist nur ein Prolog. Das ist die Vorgeschichte zu Metal Gear Solid 5. Und ich werde hier zum Teufelsnamen jeden retten. Ja, deswegen ja. Mein Beileid, Snake. Mein Beileid. Aber ich muss... Ich muss gerade alle retten. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt, aber... Und ich hoffe, das ist jetzt gerade richtig. Warte mal, das ist... Landezone. Nee, also wird das schon die sein, ne? Nein, du wirst auch nicht hier sterben, Junge. Ja, Jungs, wie gesagt, das... Nein... Setz dich zu deinem Freund. Ich bin gleich wieder zurück. Tut mir leid, aber ich mach das. Und was ich jetzt auch mache, ist erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann also im nächsten Part. Ne? Wenn es euch also gefallen hat, Daumen nach oben kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns dann also bei weiteren Geistern retten. Wir sehen uns. Bis dahin.